descendant? Guess inhaling all that excavation dust was worth it. Recover the Iron Heart as soon as Marcus punches a hole into that thing. Marcus, we're ready over here. How about on your end? All ready, ma'am. Just give us a signal. All right. Get rid of that hunk of iron. Just what I was waiting to hear. Lock on target! To you now. Everyone. Operation complete. Ja, sehr schön. Ich sag hier, ich habe jetzt die Agna-Wüste hier abgeschlossen und das war jetzt die Endsequenz davon. Ich dachte eigentlich, da kommt noch eine Mission oder so, aber nein, das war jetzt irgendwie so hier schon das Ende. Aber macht ja nichts. Wir fangen jetzt einfach so hin. Aber wir machen einfach weiter jetzt hier ab hier. Wie gesagt, Agna-Wüste bin ich gerade, wie gesagt, hier. Ja, da habe ich hier alles abgeschlossen. Wir haben alles nach und nach lang gerusht. Wie gesagt, ich zeige nicht mehr alles. Ist sonst zu viel des Guten. Und das will ich jetzt hier auch mal im Skippen. Ja, wir haben Eisenherz gefunden, bla bla bla, und hier und da. If you're transporting the Ironheart back to Albion, you'll need to leave it there for now. It looks like the Colossus Devourer is drawn to the energy of the Ironheart. If you bring it to Albion now, the situation will become much worse. Damn! What the heck? Why do you keep getting in the way at times like these, Colossi? Not completely unexpected. Same thing happens every time an Ironheart is removed. We should brace for an intercept battle. Don't act all nonchalant about this. Ja, ich reise nach Albion. Ich muss noch kurz meine Stufe da erhöhen und so. Habe vorher natürlich eine gecrafteten Sachen abgeholt, die ich halt bauen lassen habe. Crafted nicht. Habt ihr bauen lassen und so. Habe auch einige Sachen schon wieder bekommen hier und so. Also ja, jetzt wird der hier Abfangeinsatz gemacht. Und ja. Ja, ich bin noch nicht beim Endgame angekommen, ne? Das dauert alles noch, wie gesagt. Das dauert alles noch. Und deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen, weil ich will auch irgendwann mal wirklich dann mal dabei Rang 40 angekommen und die Rambazamba machen und so, ne? So, haben wir das auch mal eben geholt hier. Eieieiei. Klar, Moment, ich muss kurz überlegen, was ich mache. Mal irgendwas zu holen. Ja, das höre ich mir jetzt auch nicht an. Oh, noch Gold gekriegt. Sehr schön. So, Moment. Ich habe ja ein paar Sachen gekriegt hier. Da muss ich mal eben selber mal schauen, was abgeht hier. Hier, wie gesagt, die habe ich auch noch abgeholt. Hier die Albion-Kavalleriewaffe. Die trage ich aber nicht, weil das die gleiche Munitionsart ist wie die andere hier. Donnerkäfig. Wäre sonst ein bisschen blöd.
Habe jetzt auch schon 53er Waffen, das ist schon mal schick. Aber ich lasse mal eben so, wie es ist noch. Das ist eine gute Idee, das wird sich zeigen. Ich bräuchte mal eine Sniper jetzt oder sowas. Mache ich das hier mit? Ja, wie gesagt, muss man halt mal gucken, was man macht und was nicht, ne? Die anderen Waffen kann ich mal eben kurz wieder zerstückeln hier. Das sind die Sniper, ja. Schrotflinte. Brauche ich alles nicht. Nö, nö. So, die recycle ich mal. Hol ich weg. So, natürlich wieder alles ausrüsten, ne? Alles auf Empfohlen einfach rein, weil, wie gesagt, Endgame noch nicht erreicht, bringt dann also nichts. 49er Wert lasse ich, glaube ich, drinne. Oh, die anderen kann ich, glaube ich, mal eben löschen. Oh, da ist ein 51er. Oh, verklickt hier. Moment. 53er, 52er, 53er, ja. Ja. Also ab und zu weiß man gar nicht mehr, was man weghauen soll. Aber man muss sich halt irgendwann entscheiden. Warte mal, was haben wir hier denn? Da haben wir nichts Höheres gekriegt. Nee, haben wir nicht. 47er, 52er. 51er, 52er kann ich so lassen. Oh, das, da fehlt mir das hier noch. Ja. So, jetzt gehen wir wahrscheinlich in einen Abfangeinsatz, gehe ich von aus. You need information about Descendant. Devara is a cl- so, Abfangeinsatz. Verschlinger, das wird bestimmt lustig. Mal gucken, wie oft die da, oder wie ich da an Zeit brauche. Verschlinger, Giftwiderstand wäre gut. Okay, Giftwiderstand, da muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie hier drinne habe. Platz kaufen. Achso. Wo war das denn nochmal? Wo kann ich denn nochmal? Achso, genau, ich weiß wo. Da. Gift. Einfach mal Gift eingeben hier. Habe ich Giftspezialist hier irgendwo drinne? Ha. Wo kann ich das denn einsetzen? Da. Ich mach's mal so. Das bringt es eine andere Frage. So, dann gehen wir mal in die Lernabfang rein. Mal gucken, wie gesagt, wie lange ich brauche dafür. Mal schauen. Sehr mal gespannt. Gucken, wie meine Teammates sind. Vielleicht dauert es ein bisschen länger, vielleicht brauche ich mehr Versuche, mal gucken. Sonst muss ich hier halt vielleicht mal doch mal das Video mal cutten, aber das werdet ihr ja merken, wenn auf einmal ein Schnitt drin ist. Mal abwarten. So, Sensor. So, wir gehen zum dritten Mal rein. Also der Verschlinger ist ganz schön scheiße, sag ich wie es ist. Der haut nämlich nachher so eine komischen grünen Pots raus. Die muss man ganz schnell kaputt schießen, sonst hat er seine Energie wieder. Also dahin ist einfach, ja, macht hier auf jeden Fall auch Giftwiderstand rein. Und es ist nicht so einfach, wie man denkt. Man kann hier natürlich auch die Sachen anschießen, wie gesagt. Aber das große Problem ist, wie gesagt, seine komischen Pots, die man abschießen muss, weil wenn man die nicht abschießt, dann hat er seine Energie wieder und dann fängt wieder alles von vorne an. Also das finde ich schon ziemlich übel. Übel, übel, übel. Nicht lustig. Gar nicht lustig. Ja, dafür kriegen wir es ja hin. Mal gucken. Mal gucken. Da ist mein dritter Versuch jetzt. Der erste ging kläglich zu Ende. Der zweite sind Leute rausgegangen, wie auch rausgegangen, und das ist das dritte Mal jetzt hier. Mal gucken.
verdammt, keine Muni mehr. Oh, da liegt. So, Bräuche. Ich weiß gerade nicht, warum der so extrem viel Damage gekriegt hat, aber der brennt ganz schön. Das ist schon lustig. Null Muni, ey, das ist gar nicht gut. Ich brauche Muni. Definitiv. Jetzt dreht er durch, jetzt kommen durch seine Pots ruhig gleich. Jetzt mal seine Pots. Die sind so scheiße. So unfair, der lädt so schnell auf, das ist so unfair. Das ist so verdammt unfair, glaubt ihr gar nicht. Die Muni ist auch ein Problem. Junge.
So, ich muss noch ein bisschen Damage machen, das wird noch mehr. Oh yeah, alles vorbeigeschibbelt. Oh Leute, das ist anstrengend. Oh, das ist anstrengend. Damage! Ja, geht doch. Dritter Versuch, Alter. Alter, das ist anstrengend. Vorher erstmal eine Pause von dem Spiel. Definitiv, vorher erstmal eine Pause. Danke ans Team, ey. Alter. Aua. Oh, das ist anstrengend. Glaubt ihr gar nicht. So, warte mal, müssen wir das Ding abholen, ja? Alter! Was nehme ich denn? Na? Ah, was nehme ich denn? Mann! Ich bin aufgeregt, yo! Nimm das hier, keine Ahnung, Nummer 1. Ja, danke ans Team, wie gesagt, nochmal, ne? Geile Sache. Hier ist mir hier komplett geflasht. Jetzt muss ich erstmal eine Pause machen gleich. Oh, war das anstrengend. Die ganze Gedrücke auf der Maus, ey. Dann schnell diese komischen grünen Pots da abschießen. Mann, ey. Gar nicht so geil. Na, ja, jetzt haben wir es geschafft. Ja, das wieder redet, das nervt mich leider auch ein bisschen. So, nächstes Gebiet wird dann auch wahrscheinlich gleich vonstatten gehen. Warte mal. Boah, ist mir warm. Oh ja, da haben wir was Schönes gekriegt hier. Aussortieren muss auch sein. Oh, am Lecken, hart am Lecken, lass das. Okay, da jetzt ein paar mehr bessere, schönere Sachen gekriegt, aber dann wohl doch nicht. Okay, dann machen wir das mal rein. Das ist so schick. Machen wir das mal rein. Also perfekt ist bei mir noch gar nichts, ne? Also sag ich mal dazu, ne? Das dauert alles noch, bevor irgendwas hier perfekt ist. Das dauert noch 3 Jahre. Achso, warte mal. So. Kurz den Kladderadatsch anhören. Junge. Got a question about the op. I've received the intercept battle result. HQ, the Ironheart is in position. Prime hands ready to be activated. I never thought that I'd live to witness this moment. Activate prime hands. I'll also head. Enzo, what happened? Why has the emergency stop been activated? It's the guide. Alpha, the guide wants to speak with you urgently.
about the Ironheart. Attention, all descendants. Listen to what I have to say for a moment. Please, do not use the Ironheart. We don't have much time. Schade. Schade, schade. Ich dachte, ich könnte irgendwas irgendwie noch bauen. Da fehlen auch noch überall Sachen. Ja, die muss man halt sich zusammenfarmen, die ganzen Sachen, ne? Das dauert natürlich noch länger. Ist leider so. So, ja, gut. Warte mal. Kurz nochmal den Dings mitnehmen, das ist überhaupt raus, Alter. Ich brauche Pause. Das war jetzt richtig anstrengend. Aber der funktioniert, von daher. Bin ich damit zufrieden, auch vor allem das Team hat funktioniert. Sonst müsst ihr halt öfters reingehen. Wie gesagt, wenn das Team nicht funktioniert, müsst ihr halt rein, raus, bis irgendwann ein Team kommt, wo es funktioniert. It is what it is. Descendant. Descendant. I have a responsibility. Ja, noch jetzt okay, keine Zeit. Sounds like it's about to get noisy in HQ again. I'm pretty busy, but if it's for you, as an executive officer, this whole... Descendant, return to HQ immediately. I'll fill you in on the operation. Ey, es gibt das jetzt immer, auch wenn es eine Story ist, aber es geht eben nur ums Eisenherz und um die Wurbel besiegen, und das andere ist sowieso nicht. Also ganz ehrlich. So, dann ist mir freigeschaltet. You don't need to worry. The guide is an AI with no corporeal form. She can't utilize any physical force by herself. And... we also have no way to stop the guide at this moment. That is definitely a problem. So, also das neue Gebiet, Schlucht der Weißen Nächte, werde ich nur die Hauptkämpfe zeigen und so in Zwischensequenzen etc. Und mehr auch nicht. Danke fürs Zusehen, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und selber spielen. Es ist umsonst. Bei PSN kostet, glaube ich, 43 Cent oder so. Naja, egal. So, jetzt sind wir erstmal raus. Bis dann.